Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. Dies galt für Sizilien gegen Syrakus und dies galt auch gegen Massilia oder in dem Fall Massalia, wie es hier heißt. Und wer weiß, vielleicht wird das auch jetzt schon wieder gelten. In einem Krieg gegen die Wolke. Ja, ein paar interessante Einheiten haben sie. Wir werden hier direkt einen Belagerungsangriff starten. Die haben ja zum Glück keine Mauern. Ihr wisst, wie ich Mauern hasse. Wir hoffen, dass es eine klare Angelegenheit wird. Dass wir uns danach nur noch auf Griechenland konzentrieren können. Und diese Armee, die Legio die Erste Italica, nur eine Verteidigungsarmee in Gallien wird. Gegen barbarische Stämme. Denn wie ihr wisst, hasse ich die Gallier. Wir alle Römer hassen die Gallier, seit sie Rom geplündert haben vor über 100 Jahren. Das ist die Rache. Oh, schaut mal, wie nah wir direkt an ihrem Dorf sind. Interessant. So. Söhne des Mars. Ja, stellen wir euch doch mal hier auf. Vielleicht ihr noch hier an der Seite. Prinzipes. Prinzipes. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr stolze Römer seid. So, wo sind die Feinde? Ja, wie rücken wir hier vor? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das ist sehr viel Wald hier auch noch, muss ich sagen. Der Hügelvorteil bringt uns hier nichts, wir müssen ja angreifen. Geschosse warten auf Ziele. Ja, die Geschosse warten immer auf Ziele. Hier bitte vorrücken. Jupiter gibt uns Kraft. Benitez! Jetzt! Prinzipes! Zu Befehl! Doppelte Geschwindigkeit! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Mars, helfe uns! Jupiter gibt uns Kraft! Das ist mir relativ egal, dass unsere Einheiten hier entdeckt wurden. Nahkampf, Kavallerie! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das kommt schon vor. Okay, sie stellen sich neu auf. Nicht auf die eigenen Leute schießen, Freunde. So, hier Angriff.
General schaut alles von oben zu. Hier wird wieder einmal gekämpft. Oh, das lief hier gerade nicht so gut. So. Geschosse warten auf Ziele. Nahkampfkavallerie bereit. Zu euren Diensten. Schnell vorrücken. Oh, die schießen hier aber auch mit richtig vielen Geschossen. Wo sind unsere Belites? Hier. Falsche Seite. Na gut. Dominus heißt übrigens Herr im Lateinischen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So sieht doch jetzt sehr gut aus. Ihr merkt immer, je stiller ich bin, desto mehr konzentriere ich mich. Wir umstellen sie jetzt hier, zingeln sie ordentlich. So, sehr schön. Hier kommt es jetzt zu einem weiteren Kampf. Jawoll! Die werden hier richtig dezimiert, sehr schön. Die Kavallerie darf den Rest hier übernehmen, genau wie die Kavallerie. Und Sieg! Ein entscheidender Sieg gegen die Wolke. Oh, wir haben aber doch relativ viele Verluste gehabt. 332. Das war nicht perfekt gemacht, aber ihr wisst es, diese Dörfer machen mir Probleme. Aber trotzdem ein Sieg für Rom. Rom hat wieder mal obsiegt. Der Angriff auf Infanterie von hinten ist die beste Methode für Kavallerieeinheiten, mit ihr fertig zu werden. Dabei solltet ihr allerdings stets auf feindliche Unterstützungseinheiten achten. Wie war? Wie war? Schaut an, wie wir sie dezimiert haben, Stück für Stück. Die Hauptsiedlung der Wolke gehört uns. Oh, Julia, Tochter des Augustus, ein weißer Kapitän lässt seine Passagiere, verdammt. Schade, ich konnte es nicht bis zum Ende lesen. Wenn ihr euch in Unterzahl befindet, haltet euch
Rückzugsmöglichkeiten offen. So senkt ihr die Verluste im Falle einer Niederlage. Ja, ein weiser Mann weiß, wann er verloren hat. Ein entscheidender Sieg. Wir besetzen die Siedlung. Oh, oh, oh. Jawohl! Tolosa! Oder später einmal Toulouse! Gehört uns! Sehr schön. Lucius Vicinius Lurco. Zu euren Diensten. Kampagnenreichweite, bitte. Danke. Und als nächstes schauen wir hier mal zu den Viviskern. Wie stark die denn sind. Vielleicht wäre das auch noch ein Ziel. Oh, die sind schon stärker. Die haben zugleich hier noch eine Flotte. Ach hey, okay. Ich erwarte eure Befehle. Gehört hier noch etwas zu dieser Provinz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Provinz Aquitania. Ach nein, die Provinz heißt Provincia. Das ist aber auch schön. Eine Provinz, die Provincia heißt. Ach hey. Na gut. Dann bauen wir hier mal wieder um. Manipelkaserne. Sehr schön. Und wir wenden uns noch einmal hier Griechenland zu. Hier wird ja noch gebaut und ich weiß ehrlich gesagt nicht noch, was ich bauen sollte. Tja, die Qual der Wahl, wie es so schön heißt. Noch eine Einheit Triarier, also auf jeden Fall noch eine Einheit Principes, aber jetzt ist die Frage, noch eine Principes oder vielleicht noch eine Triarier. Wir machen noch eine Einheit Triarier. Triari, so, jetzt denke ich, habe ich hoffentlich nichts vergessen und wir können in die nächste Runde gehen. Und die können auch alle ein bisschen schneller marschieren hier, bitte. Sehr schön, die Spionin läuft sehr weit voraus, das ist sehr gut. Ägypten. Ja, Ägypten war bisher immer so weit entfernt, da haben wir keine, denen haben wir keine Beachtung geschenkt. Und da war eine Armee der Averna. Da müssen wir aufpassen auf diese Averna. Die haben mehrere gallische Stämme geeimt. Die könnten eine Gefahr irgendwann mal darstellen. Aber derzeit haben wir kein Interesse. Was ist da gerade in Massilia passiert? Leute? Oh nein! Wieso wurde mir das nicht angezeigt? Woher haben die Wolke noch eine ganze Armee? Das gibt es doch gar nicht. Hier. Siedlung verloren. Wir haben hier Massilia verloren. Gegen die Wolke. Das ist doch... Und es... Oh, verdammt. Diese... Ja, cleveren Hunde. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Woher hatten die noch eine Armee? Ja, und unsere Armee ist natürlich stark geschwächt. Das ist echt unglaublich. Okay, ja gut. Das ist dann mal so. Hier wird noch eine Einheit gebaut. Die anderen werden sich hier noch bewegen. Das ist natürlich jetzt hier nicht so schön geworden. Wir werden uns mal dorthin begeben. Und ich will aber nochmal unsere Spionin in der nächsten Runde einsetzen, bitte. Bevor wir hier Massilia nochmal angreifen. Dass die hier... Ich dachte, wir hätten sie besiegt, die Wolke. Und zwar triumphierend. Anscheinend ein Irrtum meinerseits. Da habe ich die gallischen... diesen gallischen Stamm unterschätzt. Das wird mir kein zweites Mal geschehen. Meine lieben Römerinnen und Römer. Oh, es gibt Ludi Plebiei. Nachdem die Römer die Herrschaft der etruskischen Könige beendet hatten und die Republik gegründet hatten, lag die Politik in der Hand der aristokratischen Patrizier. Genau, das hatten wir ja schon mal. Ständekämpfe gab es dann 287 vor Christus und die Plebejer haben mehr Rechte bekommen. Sehr schön, wir haben wieder mal
Ludi Plebier. So, eine Einheit. So. Damit soll dann unsere Flotte stark genug sein. Wir wollen die Vorräte vergiften. 50%. Und das war erfolgreich. Okay, sie sind auf jeden Fall hier geschwächt, die Einheiten. Aber, verdammt nochmal, sie haben hier eine Mauer. Diese cleveren Hunde. Und wieso auch immer haben sie noch eine kleine Garnisonsarmee, aber die zählt fast nichts. Also wartet mal, ich will jetzt nur kurz schauen, wie eindeutig. Nein, es ist wieder. Oh, das ist wieder eine knappe Sache. Gut, dann müssen wir wohl nochmal Massilia belagern, leider. Wer sich da schon zu früh gefreut hatte, sieht ja jetzt, was hier los ist. So, wo wollen wir denn überhaupt alles hin? Also das ist eine gute Armee. Das hier war eine schwache Armee, richtig? Genau. Die darf schon mal hier nach Larissa. Die gehen schon mal hier nach Süden. Dann haben wir schon mal hier die wichtigsten Dinge gebracht. Wir gehen nochmal in die nächste Runde. Da marschiert unsere andere Armee. Und unsere Spionin. Die ist jetzt schon da, sehr gut. Ich glaube, Athen können wir ja sehen, was die für Einheiten haben. Nur bei den Makedonen müssen wir das Ganze mal überprüfen. Was ist jetzt los? In eure Schuld, wenn ihr eure ehrbaren Generäle gegen diese Monster schicken würdet. Ah, Sparta ist im Krieg mit Makedonien. Und sie wollen, dass wir ihnen helfen. Militärisches Bündnis wollen sie aber nicht. Oh, okay, doch. Wenn wir ihnen ganz viel Geld geben. Jetzt sehr gut. Jetzt haben wir sogar hier noch. Nun wollen wir unsere Kehlen mit Getränken beruhigen und unsere Ohren mit Gesang. Jetzt haben wir ja wirklich sogar, wie die Römer einst auch, einen echten Kriegsgrund gegen die Makedonen. Wir wurden zu Hilfe gerufen von unseren Verbündeten. Diesmal sind wir nicht die Aggressoren, sondern wir helfen. Und wenn wir dann zufällig ganz Makedonien und Athen erobern, dann ist das eben so geschehen. Also außer Sparta kommt uns jetzt zu früh. Klient erklärt Unabhängigkeit. Ach was! Diese Fraktion verweigert den Schutz ihres Lehnsherrn. Sie ist nun kein Klientelkönigtum mehr. Athen hat sich abgestreift von seinem Oberherren, den Makedonen. Oh, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Und wir haben eine Forschung wieder abgeschlossen. Und als Kosten für die Armeen, das ist schon mal gut. Und unsere Spionin kam hier, glaube ich, genau richtig. Die soll mal schauen, was hier der Feind hat. Gut, die Athener Armee hilft ihnen nicht mehr. 10 Einheiten, 8 Einheiten zu See und halt noch sehr viel Garnisonsarmee. Okay. Dann werden wir hier schon mal einzeln Stück für Stück vorrücken. Dann brauchen wir ja eigentlich theoretisch unsere dritte Armee gar nicht mehr. Nun gut, jetzt haben wir sie aber rüber geschickt. Dann ist das ja mal so. So, genau, in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, ob es nochmal einen großen Kampf hier gegen Massilia gibt, gegen die Wolke. Und es wird zum Krieg kommen hier, oder es ist schon zum Krieg gekommen, gegen die großen, ehemalig großes Makedonien, die jetzt hier nur noch Pela haben, das jetzt bald von 2 römischen Legionen hoffentlich eingenommen wird. Vielleicht sogar noch von Sparta. Wir werden es sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.